Servus, moin und grüß Sie zum Kulturstream live aus dem Liechtenstein-Studio im Kulturratskeller Hildesheim. Heute Showtime Nummer 3 mit Lieselotte Lübke und Thomas Zander. Das Leben ist nicht immer leicht, manchmal ist es auch schwer. Oder sogar unerträglich und der Himmel ist grau. Und das mitten im Juli und du siehst den ominösen Sinn darin schon lange nicht mehr. Du lässt die Rollläden runter, ziehst die Vorhänge zu, grübelst dich durch den Abend und fängst an zu weinen. Gäbst du dir heute den Rest, stünd es nicht mal in der Zeitung. Also nur noch ein Drink und die nächste Brücke ist deine. Denn grad denkst du noch Arschloch und schon hörst du dich sagen, ach schon okay, alles halb so wild. So leben wir unser Leben und anstatt was zu ändern, passen wir aus Angst vor uns selbst lieber weiter ins Bild. Worauf wartest du? Geh mal wieder raus und lauf den Rest des Tages barfuß. Schreib einen Brief an deinen Vater und umarme deine Mutter. Hey, und sei mal wieder ehrlich, du bekommst es doch zurück. Und ich würde glatt behaupten, das ist pures Lebensglück. Du hast Lust auf ein Leben, das dich vollends erfüllt. Glücklich macht, dann fang heute damit an. Tu nur noch das, was dir gut tut, denn dann tust du es lächelnd und du dürftest schon bald den Sinn wiedersehen. Also hör auf zu grübeln, erinner dich daran, wie leicht es als Kind war und merk, wie gut sich das anfühlt. Und wenn's das nächste Mal grau ist, mitten im Juli, zieh die Schuhe und tanz nackt im Regen. Denk an denkst du noch Arschloch und schon hörst du dich sagen, ach schon okay, alles halb so wild. So leben wir unser Leben und anstatt was zu ändern, passen wir aus Angst vor uns selbst lieber weiter ins Bild. Komm schon, worauf war ich würde glatt behaupten, das ist pures Lebensglück. Das Leben ist, was wir draus machen und wofür wir uns entscheiden. Und das, was wir sagen und das, was wir tun, bist du nicht mehr zufrieden. Liegt es nur an dir selbst, denn ausschließlich du wählst deinen Weg. Bieg doch mal wieder ab und fahr mal wieder ohne Navi. So schnell wie du willst, ignorier jedes Limit, Bretter voll über Rot, lass den Dienstwagen stehen und leih dir nen Ferrari. Denk grad denkst du noch Arschloch und schon hörst du dich sagen, ach schon okay, alles halb so wild. So leben wir unser Leben und anstatt was zu ändern, passen wir aus Angst vor uns selbst lieber weiter ins Bild. Komm schon, worauf wartest du? Geh mal wieder raus, lauf den Rest des Tages barfuß. Schreib einen Brief an deinen Vater und umarme deine Mutter. Hey, und sei mal wieder ehrlich, du bekommst es doch zurück. Und ich würde glatt behaupten, das ist pures Lebensglück. Thank you.
Mute dir mal wieder selbst zu. Schmeiß deinen Job und brich dein Studium ab. Völlig egal, was du auch tust, tu es aus voller Überzeugung und aus tiefstem Herzen und vergiss auch dabei das Lächeln nicht. Und wenn dir dann doch noch irgendeiner blöd kommt, lass ihn ruhig reden und ungläubig glotzen. Hör ihm zu und dann steh auf. Und wenn er schon wieder anfängt, dumm zu labern, fang mal wieder an zu schreien. Worauf wartest du? Worauf wartest du? Dinger, denkst du noch, Arschloch? Jetzt echt mal ganz ehrlich, wenn du's schon denkst, Mann, dann sprich's doch auch aus. Denn ich könnte dir schwören, das nimmt dir deine Angst vor dir selbst. Und wer aus dem Rahmen fällt, bekommt nur selten Applaus. Geh mal wieder raus und lauf den Rest des Tages barfuß. Und wenn dein Vater nie zurückschreibt, fahr halt einfach mal hin. Du bekommst es doch zurück und ich würde glatt behaupten, das ist pures Lebensglück. Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Kulturstream live hier im Kulturratskeller im Hildesheim, im Hildesheimer Kulturratskeller. Sensationell, das ist live. Wir haben heute einen Gast, eine Gästin, die schon mal bei uns war, Lieselotte Lübcke. Schön, dass du wieder da bist. Hi. Und du hast jemanden mitgebracht, den Thomas Zander. Schön, dass du da bist. Hallo. Bevor ich gleich zwei Sätze mit euch wechsle, habe ich versprochen, dass ich schon mal vorher gleich sage, was unsere Zuschauer die nächsten Wochen erwartet. Bevor ich das nämlich vergesse, denn wer mich kennt, der weiß, nun ja. Am 16. Januar, das ist wieder ein Samstag, wird Showtime im Kulturstream wieder stattfinden. Da ist Brian O. Gott mit Andi Steil zu Gast. Das Ganze wird unterstützt und gefördert von Niedersachsen dreht auf, genauso wie die Veranstaltung heute. Darüber freuen wir uns sehr und das ermöglicht uns, die Künstler auch endlich mal ein wenig zu entlohnen. Und am 23. Januar, das ist auch ein Samstag. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Da kommt nämlich zum X-Jam Jazz Meets Classic die Mona Sebohm. Wer sich erinnert, Mona Sebohm war im März oder am April ganz, ganz früh, als der Kulturstream noch in den Kinderschuhen steckte, schon per Stream zu Gast und hat uns auf ihrer Geige was vorgespielt. Jetzt kommt sie endlich zu uns. Da freuen wir uns sehr drauf. Aber im Moment freue ich mich am allermeisten, dass ihr zwei hier seid. Hallo und herzlich willkommen. Hi. Liebe Lieselotte, ich muss zwei Sätze zu dir sagen, weil du gerade gesagt hast, du bist so nervös, weil du sonst vor viel mehr Leuten spielst und im ja. Stream spielen ist für dich viel schwerer. Stimmt das? Du musst dir Folgendes vorstellen. Ich stehe hier und schenke dir quasi Liebe für 100. Und die Lucy steht hinter ihrem Pult und schenkt Liebe für 100 und der Lito hinter der Kamera auch. Das heißt, gefühlt schwingen euch hier 300 Herzen entgegen. Oh. Fühlt sich das... ist das... Gibt dir das ein etwas das besseres Gefühl? Ja. Das freut mich. Auf den Rest kommen wir später zurück. Sowieso. Mit diesem Gefühl würde ich sagen, legt mal los. Ja, das ist jetzt eine schöne Überleitung zum nächsten Song. Oh je. Den habe ich geschrieben vor Jahren, als ich in einem Praktikum war, für meinen damaligen Chef. Ich weiß auch nicht, warum er mir seine Lebensgeschichte erzählt hat. Er hat es getan. Ich habe darüber geschrieben. Alles ist wahr. Ich verrate nicht, wo es passiert ist. Aber ich habe festgestellt, während des Lockdowns, Mist, ich könnte mir das Lied inzwischen auch selber singen. Lange Haare in der rechten Hand, ein Joint. So beweisen es die Fotos. Tommy Lee, dein bester Freund. Du spieltest in einer Rockband und du hattest nicht viel Geld. Doch zum Leben hat's gereicht, dein Zuhause war die Welt. Wo immer etwas los war, hat man dich nicht lang gesucht. Für das Bier war stets gesorgt.
besorgt und auch die Noten längst gebucht. Alles, was dir etwas wert war, deine Freunde, die Musik und deine unbändige Freiheit hast du aufrichtig geliebt. Nur die Gitarre auf dem Rücken mit der Harley durch LA. Damals brauchtest du nicht mehr zum Glück, bloß zu St. Petro Bay. Spießer, warum hast du bloß stagniert? Du warst doch mal ganz anders, was ist seitdem bloß passiert? Spießer, Spießer, was du da machst, ist doch kein Leben. Zieh den Stock mal aus dem Arsch, du wirst es dir sonst nie vergeben. Später sind die Fotos archiviert. Vor dem Eigenheim. Da habe ich den Text vergessen. Wir machen das nochmal. Wir spielen eine Schleife. Das passiert nämlich, wenn es nicht live ist, weil Publikum fehlt. Ihr dürft spontan applaudieren im Saal. 15 Jahre später sind die Fotos archiviert. In der rechten Hand ein iPhone und die Haare kurz rasiert. Vor dem Eigenheim ein Porsche. Und du hast zu guter Letzt, was dir jemals etwas wert war, längst durch Geld und Macht ersetzt. Wo immer etwas los ist, sucht man heute nicht mehr nach dir. Dein Leben ist jetzt sehr viel ruhiger und du trinkst nun Wein statt Bier. Statt bis morgens früh als DJ in der Disco durch die Nacht schuftest du in der eigenen Firma nun bis abends spät um acht. Es zählt nichts anderes mehr, zu Hause warten Frau und Kind. Und statt der Prise von LA wird im Büro ein anderer Wind. Spießer, Spießer, warum hast du bloß stagniert? Du warst doch mal ganz anders, was ist seitdem los passiert? Spießer, Spießer, was du da machst, ist doch kein Leben. Zieh den Stock mal aus dem Arsch, du wirst es dir sonst nie vergeben. Aber manchmal noch im Sommer sitzt du in deinem Büro, sieht man durch dein weißes T-Shirt nur ganz blass noch dein Tattoo. Über deinem Schreibtisch zeugt ein Poster von der Zeit, zu der Tommy noch dein Kumpel war, nicht dein Kunde, so wie heute. Ja, er hat jahrelang gekokst, trank Jack und Bier. Aber er ist noch am Leben, im Gegensatz zu dir. Spießer, Spießer, warum hast du bloß stagniert? Du warst doch mal ganz anders, was ist seitdem bloß passiert? Spießer, Spießer, was du da machst, ist doch kein Leben. Zieh den Stock schnell aus dem Arsch, du wirst es dir sonst nie vergeben. Ja, denn ein klein wenig wird man ja doch zum Spießer durch Lockdown-Gedöns, oder? Also ich stehe sonst auf Bühnen, mache Rock'n'Roll, halt in meinem Rahmen des Möglichen, bin unterwegs mit Band oder alleine. Ich habe noch eine Band, Lübcke und die alten Männer, selbstredend erklärend, warum wir so heißen. So, und dann sind wir unterwegs und ich bin unterwegs und toure und habe Spaß und spiele vor 100, 200 Leuten und lebe. Und jetzt stehe ich auf. Überlege mir, ob ich Zähne putze, weil eigentlich lohnt es sich überhaupt nicht. Duschen, na, so einmal die Woche vielleicht. Dann gehe ich mit dem Hund. Dann warte ich, dass der Lockdown vorbei ist, esse viel und dann schlafe ich viel. Ja. Und dann heißt es, wieso, als Künstler ist doch super, kriegst doch Hilfen. Nee, kriegen wir nicht. Aber komme ich später drauf zurück. Also es ist nicht super, weil uns fehlt ja unsere Arbeit. Und dann passieren noch so ganz blöde Dinge, weil dann kann noch passieren, wenn man Künstler ist, dass man verlassen wird. Mir ist das hier passiert, ist schon länger her. Es war zu Beginn der Pandemie. Muss man sich mal überlegen, ist jetzt fast ein Jahr her. Und das ist mir passiert, relativ zu Beginn. Ich habe eine kleine Reihe angefangen, die heißt Die Stimme aus dem Off. Und eine Geschichte dieser Reihe heißt Auch meine Muse knutscht gerade nicht. Hallo? Abstand halten. Ein Küssen wirst du ja wohl bitte gar nicht erst denken, sagt meine Muse, packt reichlich Proviant in ihren kleinen grünen Rucksack, zieht sich ihre abgelaufenen Lederschuhe an, knallt die Tür hinter sich zu und ward für Wochen nicht mehr gesehen.
Und so wurde schlagartig aus die Stimme aus dem Off die Stumme aus dem Off. Meiner Muse doch egal, die brauchte erstmal eine Pause. Vom Leben, von den Corona-bedingten Umständen und offenbar am dringendsten von mir. Ich folgte ihr in den Wald, suchte sie dort täglich stundenlang, abwechselnd zu Fuß oder mit dem Rad. Immer in der Hoffnung, sie zu finden und dazu überreden zu können, endlich wieder nach Haus zu kommen. Den Gedanken, dass die Wildschweine sie gefressen haben könnten, von denen ein befreundeter Jäger mir erzählte, versuchte ich zu verdrängen. Ich rief laut nach ihr, wartete still auf einem Hochsitz auf sie und legte zu guter Letzt eine Spur aus Schokoeis. Doch nichts. Sie war vom Erdboden verschluckt. Tage des verzweifelten Versuchs von Ablenkung folgten. 2 Meter Abstand, Anstandsspaziergänge mit meiner besten Freundin und ihrer kleinen Tochter. Eine unverhoffte Auspowern-Groundhandling-Session mit dem Gleitschirm meines besten Freundes. Mehrere 40 Kilometer Touren alleine mit dem Fahrrad. Alles, um den Kopf durchzulüften. Und ja, ein ganz klein wenig stellte sich hin und wieder doch auch ein bisschen leise aufkeimende Lebensfreude während all dieser Aktivitäten ein. Doch meine Muse blieb verschwunden und ich vermisste sie sehr. So blieb mir nichts weiter übrig, als ohne sie zu versuchen, darüber zu schreiben, was mich seit Tagen umtrieb. Was wird jetzt aus mir? Aus den vielen Kollegen, Agenturen, Kleinkunstbühnen und all den anderen Freiberuflern, Soloselbstständigen und jenen, die gerade allesamt vor dem beruflichen wie finanziellen Nichts stehen. Wieso lässt die Politik uns so alleine, während sie in den Medien große Hilfen verspricht, der, oh Wunder, Ironie aus, keine ernstzunehmenden Taten folgten? Unendliche Wut und tiefe Traurigkeit bestimmten die kurzen Stunden vieler Tage, zwischen dem schon grummeligen Aufwachen und ebensolchen wieder Einschlafen. Also setzte ich mich wieder in meinen Hochsitz, an einem Bach gelegen, in die Stille, schlug das kleine schwarze Textbuch auf und schrieb. Ich schrieb, als gäbe es kein Morgen. Ein Gedanke purzelte über den anderen, all die Emotionen der vergangenen Wochen wurden Bilder und plötzlich hatte ich, ohne es zu wissen, ein neues Lied geschrieben. Wie im Rausch und ohne zu bemerken, dass sie plötzlich einfach neben mir saß, mich frech angrinste und sagte, na also, geht doch. Ich sah sie fassungslos an und bevor ich etwas sagen konnte, ergänzte sie, ab, ab, ab. Hast du ernsthaft dich darüber gewundert, dass ich die Flucht ergriffen habe? Deine Verzweiflung in den vergangenen Wochen war nicht auszuhalten. Ich wollte gerade Luft holen und lospoltern, doch sie unterbrach mich. Nein, sag nichts, das war kein Vorwurf, nur eine Feststellung und schau, wohin es dich gebracht hat. Ihre Worte schmerzten und ihr mildes Lächeln und meine sich leise einschleichende Erkenntnis trieben mir wie so oft in den vergangenen Tagen Tränen in die Augen. Und schau, wohin es dich gebracht hat. So einfach und doch so tiefgründig. Ich musste nicht lange darüber nachdenken, was die Antwort auf diese indirekte Frage war. Ich spürte es ganz deutlich, so als sei das alles schon seit Wochen klar gewesen und ich, Seppel, hatte es bloß nicht wahrnehmen können. All die Wut, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit hatten mich ganz auf mich selbst zurückgeworfen, mich mir selbst wieder näher gebracht. Und so sitze ich hier heute, deutlich wacher als bisher, im Homeoffice quasi, noch immer auf dem Land, auf dem Balkon, über dem Garten, an einem für einen Samstag im April erstaunlich heißen Tag und verfasse diesen kleinen Text. Voll Vorfreude auf den Beginn der kommenden Woche. Denn das eben beschriebene neue Lied teile ich natürlich auch. Es trägt den bezeichnenden Titel und die Kapelle spielt bis zum Schluss und ist eine in typischer Lübcke-Manier geschriebene Momentaufnahme der aktuellen Situation aus meiner Sicht, stellvertretend für die gesamte Branche von Kunst und Kultur. Manches ist also nicht mal diese verrückte Zeit imstande zu ändern, was ich sehr beruhigend empfinde. Denn eine über Jahre erworbene innere Haltung zum Leben, die ein Mensch ja nicht grundlos entwickelt, ändert sich nicht über Nacht und auch nicht über mehrere Nächte, bloß weil um ihn herum plötzlich alles auf dem Kopf zu stehen scheint. Doch das ist eine andere Geschichte. Off-Abenteuer des Tages. Zu mir selbst zu stehen, wenn es gerade gefühlt niemand sonst tut und meiner inneren Stimme zu vertrauen, ist nicht immer leicht. Manchmal ist es ganz im Gegenteil sauschwer, erfordert Geduld,
mit mir und noch mehr Verständnis für mich selbst. Doch am Ende des Tages führt mich dieser, obgleich auch streckenweise höllesteinige Weg, in die Klarheit meiner Seele. Und dort dann auch jemanden anzutreffen, ist doch, wie mir scheint, weit wichtiger, als sich im Gefallenwollen anderer Menschen zu verlieren. Denn ich kann mich zwar wertvollerweise in meinem Gegenüber spiegeln, wenn ich bereit bin, hinzuschauen, doch mich finden, das kann ich nur in mir. Ja, im Normalfall käme an der Stelle jetzt Applaus. Kommt auch. Aber ist ja nichts normal im Moment. Ja, und deswegen habe ich ein Lied für mein inneres Kind geschrieben. Ihr könnt, die ihr zuseht, das adaptieren. Da wird die Hand gehalten. Warum hebst du die Hand? Nur, du weißt es nicht, nur so. Ach so, wir werden Zeichen gezeigt. Also, ich habe es für mein inneres Kind geschrieben. Ihr könnt es aber adaptieren auf was immer euch bewegt. Aber ich habe halt festgestellt, wir sind relativ selten für uns selber da. Ist irgendwie unschlau, weil es ja sonst niemand tut. Also, wenn ich nicht für mich da bin, wer denn sonst? Ich kann nicht erwarten, dass jemand anders für mich da ist, wenn ich es nicht bin. Und dementsprechend dieses Lied. Nachts halb eins, es regnet und das Schlafen fällt mir schwer. Mein Kopf ist voll Geplapper, doch von Antworten so leer. Ich knips nochmal das Licht an und ich kann sie förmlich sehen. Wie riesengroß Verzweiflung und auch Angst im Raume stehen. In einer dunklen Ecke hat sich Hoffnung breit gemacht. Vom Sofa pöbelt Schönheit mitten in der Nacht. Es kann nicht euer Ernst sein, Mann, ich brauche meinen Schlaf. Und ich weiß nicht, ob das jetzt mich oder die anderen betraf. In der Küche höre ich's brodeln, jemand kocht sich einen Tee. Rein optisch würde ich sagen, ist's Vertrauen, das ich seh. Aus der Ecke ruft's Kamille und mich höre ich plötzlich schreien. Doch man gibt mir zu verstehen, wasch mischst du dich jetzt da ein? Und da wird schlagartig still, alle starren sie mich an. Wie ertappt steh ich nun da, ohne dass ich was sagen kann. Und mir wird allmählich klar, wie selbstverständlich all das war, dass das seit Jahren schon so geht, nur war halt ich bisher nie da. Und mit noch viel größerem Schrecken wird mir sehr schmerzlich bewusst, wie in all der langen Zeit du dich gefühlt haben musst. Ich war nie für dich da, hast du mich gebraucht, war nie an deiner Seite und so blieb es auch. Wenn mal wieder alles tobte, fühltest dich haltlos in der Welt. Niemals eine Hand, die dich ganz sicher immer hält. Ich hab dich häufig übersehen, fast so als gäbe es dich nicht. Dabei wandst du dich im Zweifel stets vertrauensvoll an mich. So finster und ich fürchte mich so sehr. Der Regen ist so laut und ich sehe gar nichts mehr. Ich weiß genau, dass unter meinem Bett ein Monster sitzt, dass alles, was nicht unter meiner Bettdecke ist, frisst. Ich habe schrecklich große Angst und ich fühle mich so allein. Am liebsten würde ich jetzt ganz laut nach meinem Papa schreien, doch der ist zu weit weg und würde mich ja gar nicht hören. Und außerdem will ich ja meine Mama auch nicht stören. Meistens kommt sie, wenn ich rufe oder zu spät. Das Monster hat mich längst gefunden, weil mein Schrei mich ja verrät. Es ist so gruselig still und ich muss ganz schrecklich weinen. Niemand kann mich hören und ich fühle mich so allein. Ich trau mich kaum zu atmen, sicher starrt es mich schon an. Ja, das Monster weiß bestimmt schon, wie es mich gleich fressen kann. Es ist wie jedes Mal, weil es noch niemals anders war. Damals nicht und heute nicht, denn du bist für mich da. Ich fürchte mich so sehr, wann kommst du endlich zu mir rein? Weißt du es denn nicht? Du
solltest längst hier bei mir sein. Bitte sei für mich da, wenn ich dich brauch. Sei an meiner Seite und bleib es bitte auch, wenn mal wieder alles tobt. Fühl ich mich haltlos in der Welt, brauch ich eine Hand, die mich ganz sicher immer hält. Du hast mich immer übersehen, fast so als gäbe es mich nicht. Dabei wand ich mich im Zweifel stets vertrauensvoll an dich. Wenn alle mich verlassen, bin ich hilflos und allein. Niemand ist mehr bei mir, solltest du es endlich sein. Konnte ich dich in all den Jahren bloß so übergehen und all das, was du dringend brauchtest, überhaupt nicht sehen? Du hast es ja gesehen, du hast nur nicht hingeschaut. Und noch lauter zu werden, das hab ich mich nicht getraut. Ich weiß zwar noch nicht, wie es gehen soll, aber bitte glaube mir, was immer auch passiert, ab heute bleib ich hier. Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst, bin an deiner Seite. Auch wenn mal wieder alles tobt, fühlst du dich haltlos in der Welt, ist da ab heute eine Hand, die dich ganz sicher immer hält. Ich schau mir selbst tief in die Augen und sag, fürchte dich nicht. Ab heute wend dich im Zweifel stets vertrauensvoll an mich. Vielen Dank. Ja, danke schön. Seht ihr, es ist schon so gewohnt, zu Hause allein zu proben, dass Applaus klingt wie ein störendes Nebengeräusch. Wir können es auch lassen. Nein, bitte nein. Und bitte, ich hoffe auch, dass die Menschen, die zusehen, zu Hause ein bisschen applaudieren. Auch etwas klatschen. Falls irgendjemand zusieht. Ihr dürft, ihr dürft auch mitsingen. Zum Beispiel beim folgenden Lied. Denn ich habe dementsprechend dann gedacht, schreibe ich doch mal ein Schlaflied fürs innere Kind. So. Dann ist es aber so, wenn man nicht schlafen kann, liegt man ja wach. Wenn man wach liegt, schreibt man ein Schlaflied mit dem Titel Wach. Und kann dann erst recht nicht mehr schlafen, weil das Ohrwürmer macht. Und diesen Ohrwurm möchte ich euch heute Abend auch zu Hause bescheren. Und falls irgendjemand zuschaut, der das Lied schon kennt, singt bitte ganz laut mit, nehmt das auf und schickt mir Videos. Gerne an meine WhatsApp-Adresse oder per Mail oder auch per Facebook. Ich fände es lustig. Text ist nicht so schwer, ist selbsterklärend. Nachts 12:30, ich lieg im Bett, lausche dem Ticken der Uhr, bin wieder völlig aufgedreht, komm einfach nicht zur Ruhe, also nehme ich mir ein Blatt, schreib über zugefallene Lieder. Jetzt hat es funktioniert, zack, nee, schon öffnen sie sich wieder. Auch mein Zimmer platzt vor Schafen, wirklich schon aus allen Nähten, die als hätten sie's gelernt, zum Uhrgeticke rhythmisch mähten. Zählen kommt da nicht in Frage, sind bestimmt weit über 100. Tja, so ist das halt, wenn man viel Fantasie und keinen Hund hat. Und der Sandmann packt inzwischen sichtlich müde seine Sachen. Wie soll er vor lauter Schafen ja auch seinen Job noch machen? Die Tonne Sand stelle mir aber in Rechnung, das sei klar. Ja, auch hier ist Kundenservice nicht mehr das, was er mal war. Mit tellergroßen Augenringen trottet er genervt davon. Und ich bemerke erst jetzt, sogar die Schafe schlafen schon.
Und ich lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach. Und ich komme nicht zur Ruhe, denn ich hör mir selber zu sehr zu. Und ich lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach. Und versuch mich abzulenken. Wer schläft, wer schläft, wer schläft, wer schläft, wer schläft, wer schläft, der kann nicht denken. In den darauffolgenden Stunden gibt es nervige Gespräche mit dem Sandmann, der behauptet, dass ich die Verträge breche, denn ich habe ja bis heute, was er brüllend untermalt, seine Rechnung für den Sand und seinen Service nicht bezahlt. Spätestens jetzt bin auch ich wütend, denn er hat in keiner Nacht die von ihm erwähnte Leistung auch im Ansatz nur erbracht. Ich fasse wirklich nicht, wie sie mit Kunden hier verfahren und entschuldige mich später, glaube ich, höflich bei der Bahn. Und indem er den Vertrag holt, macht er alles nur noch schlimmer. Denn im Kleingedruckten stimmt ja unser Sand, der wirkt nicht immer. Spätestens jetzt bin auch ich wütend und mir fällt nichts anderes ein. Also mach ich, was ich immer tue und fang an zu schreien. Zack, das zeigte Wirkung, er gibt auf. Völlig frustriert. Immerhin gratis Baldrian. Denn der wirke garantiert. Und ich lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach. Und ich komme nicht zur Ruhe, denn ich hör mir selber zu sehr zu. Und ich lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach. Und versuch mich abzulenken. Denn wer schläft, wer schläft, wer schläft, wer schläft, wer schläft, wer schläft, der kann nicht denken. Dasselbe Spiel, die Zeiger stehen wieder auf Start. Es ist für jemanden, der nachts zuvor nicht schlief, natürlich hart, also latsch ich, übermüdet jetzt natürlich halb im Schlafe. Um die Augen noch geschlossen, volles Pott auf eins der Schafe. Das darauffolgende Chaos hätte ich euch lieber verschwiegen. 100.000 Schafe durch den Schrei des einen angetrieben, laufen panisch durcheinander, was sich nicht so richtig lohnt, wenn man so wie ich bloß in einer Einzimmerwohnung wohnt. Lieben Gruß an meine Mutter, Wünsche haben ihren Grund. Hättest du ihn damals bloß erlaubt, als ich ein Kind war, diesen Hund. Aber nein, und jetzt sag nicht, du hättest etwas einzuwenden. Diesmal kann mit Recht ich sagen, es musste ja so enden. Ein Nachbar ruft den Tierschutz und der lädt die Schafe ein. Und jetzt fehlt mir hier der Lärm, ich krieg die Krise, bitte nein. Und ich lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach. Und ich komme nicht zur Ruhe, denn ich abzulenken. Denn wer schläft, wer schläft, wer schläft, wer schläft, wer schläft, wer schläft, der kann nicht denken. Das war die unzählbarste Nacht, die mich kein Auge schließen lässt. So kann das nicht weitergehen. Mein Entschluss steht felsenfest. All das passiert mir nicht nochmal. Auf Dauer wird das ungesund. Also bereite ich mich vor, wenigstens mit dem ollen Hund. Doch im Tierheim sagt man mir, und ich sah schon, wie ich schlafe. Hunde führen wir grad nicht, seit gestern haben wir nur Schafe. Und das ist jetzt die Stelle, an der ihr gerne mitsingen könnt zu Hause. Den Text kennt ihr schon, besteht überwiegend aus Wach. Los geht's. Und ich lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach. Und ich komme nicht zur Ruhe, denn ich wer schläft, wer schläft, wer schläft, wer schläft, wer schläft, wer schläft, der kann nicht denken. Nochmal, ich lieg wach, wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach, und ich komme nicht zur Ruhe, denn ich hör mir selber zu sehr zu. Und ich lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach, lieg wach, und versuch mich abzulenken. Denn wer schläft, wer schläft, wer schläft, wer schläft, wer schläft, wer schläft, wer kann nicht denken? Dankeschön. Ja, es ist so absurd ohne Publikum. Es wird Zeit, mal wieder ein paar Menschen zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken. All das fehlt ja, wenn man gar nicht mit Publikum arbeiten kann. Letztes Mal, als ich hier war, ging das noch. War auch weird, weil gar nicht so viele rein durften. Aber immerhin, jetzt sind wir hier zu fünft gefühlt und es ist Stille. Es ist total schön. Ja, es ist voll schön, endlich mal wieder arbeiten zu dürfen.
auch für Geld, muss man ja mal dazu sagen. Wir machen das ja nicht nur für den Spaß. Nein, es ist auch, um davon leben zu können. Wenn man das ja schon ganz viele Jahre beruflich macht, sucht man sich auch nicht mal eben was anderes. Nein, wobei wir haben vorhin gemeinsam... Was Vernünftiges anderes. Was Vernünftiges. Suchen. Ich muss mir was Vernünftiges. Ja, warum habe ich auch nicht vorher? Komme ich auch später drauf zurück. Nein. Ja, wir haben vorhin kurz überlegt, ob wir jetzt bei Edeka anfangen. Aber wenn, dann gemeinsam. Und wir möchten aber jeweils Kassen, die dann irgendwie so. Ich brauche schon ein Klavier an meiner Kasse. Also, ja. Wenn die Leute dann ihr Geld aus dem Portemonnaie poolen, dann machen wir so einen kleinen. Deine musikalische Überbrückung. Ja, diese ganzen Omas, die da immer stehen, Fatzi, ich hab's passend, die haben bestimmt was übrig für uns. Es wäre überhaupt eine geile Idee, fällt mir gerade auf, wenn man das gemeinsam dann, so ein Aldi oder ein Lidl oder ein Rewe mit Music live, super. Voll geil, machen wir. Bleibt ja nichts anderes. Mann, ja, weil das Leben ruft uns doch zu, jeden Tag, auf unterschiedliche Art und Weise, ganz leise. Fast unmerklich. Manchmal bloß ein Flüstern, sodass wir es gar nicht wirklich wahrnehmen. Aber es ruft. Manchmal laut. Häufig dann, wenn wir es schon sehr lange ignoriert und uns bewusst von ihm abgelenkt haben. Dann ist es nicht mehr zu überhören, brüllt fast fordernd und wir denken vielleicht, sei still. Von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Schon gar nicht, wenn du mich so anschreist. Ich glaube, es hackt. Manchmal zieht es sich dann zurück. Murmelt, wer nicht hören will, muss fühlen, du wirst schon sehen. Schmunzelt und denkt sich seinen Teil. Denn nicht zuhören, das weiß es schon, das können wir gut. Und Ausreden finden, oh ja, unzählige Ausreden, die in Ausflüchte sinnleerer und uns doch so wahr erscheinen, da Wenns und Ja-Abers münden, die uns ihrerseits vorgaukeln, der gewohnte Schmerz sei erträglicher, weil ja eben gewohnt. Also allemal besser als ein Weitergehen und dadurch mögliche Erfüllung. Denn je mehr wir haben, desto mehr haben wir auch zu verlieren, nicht wahr? Die krönende, ranzige Bequemlichkeitssahne auf der schon vor Jahren abgelaufenen, trockenen Torte, garniert mit in Alkohol ertränkten, klebrigen, kandierten Geschichten, die wir uns 100 dunkle Winter lang erzählen, bis sie nicht mehr leuchten. Abgelaufene, trockene Sahnetorte. Jahr um Jahr. Zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendbrot. Und wir wundern uns ernsthaft noch immer darüber, dass wir nicht leichter werden. Wenns und Ja-Abers und abgelaufene Sahnetorte. Und im Keller, im Abstellraum, direkt hinter den vielen Kartons voller längst vergessener Träume von Abenteuern, die unbändige Lust auf Weils und Wennschons und grüne Smoothies. Das Leben ruft uns zu. Jeden Tag. Auf unterschiedliche Art und Weise. Ganz leise, fast unmerklich. Manchmal bloß ein Flüstern. Im Knacken des Eises auf dem See. Im leisen Licht der frühen Sonne. Zwischen den vielen Sternen um den majestätischen Vollmond, der sich im Wasser spiegelt. Auf den Gipfeln der schneebedeckten stillen Berge. Und durch das echte Lachen über eine leichte und völlig verrückte Verbundenheit, die man an den unvorhergesehensten Orten finden kann, wenn man sich traut, sich einfach einzulassen. Das Leben ruft uns zu. Und wenn wir endlich still werden, können wir hören, was es uns Wundervolles zu erzählen hat. Du hast es dir grad gemütlich gemacht in deiner kleinen Welt, es ist 7:45 und alles, was du gerade brauchst, ist hier bei dir. Im heimeligen Schein des Kerzenlichts fühlst du dich wohl, dir fehlt dir nichts.
und um dich rum nimmt die Stille zu, bleibst du. Durchs Fenster scheint ganz sacht der Mond aufs Haar der alten Dame, die hier immer noch wohnt. Vor einiger Zeit kehrte Ruhe ein. Und um dich herum stürzen Gewissheiten ein, reißen alles mit sich, dir bleibt nur zu schreien in die endlosen Tiefen leerer Ratlosigkeit. Doch tief in dir bist du befreit. Es gibt nichts zu entschuldigen und nichts zu verzeihen. Dass viele der Lieder, die ich heute spiele, alt bis uralt sind oder Minimum von vor 2 Jahren. Ich habe sie zum Teil mir, aber zum Teil anderen Menschen geschrieben. Dies zum Beispiel ist ein Lied für meine ehemalige Agentin, nachdem wir uns getrennt haben. Und dann geht das Leben so weiter und plötzlich merke ich, huch, und wieder ein Lied für mich selbst. Ja, das ist doch auch irgendwie schön. Und auch in dieser Situation passt es irgendwie so gut. Und dennoch bleibt die Wut, oder Thomas? Die Wut bleibt, ja. Die Wut, das Unverständnis. Ich möchte endlich. Ich wünsche mir das seit scheiß letztem April. Ich möchte endlich vor Monika Grütters spielen.
kann jetzt mal herkommen. Wo ist sie immer? Die ist nie da, wenn man sie braucht. Sie macht nichts, sie tut nichts. Man hört nie was von ihr, außer in die Kamera rein. Irgendwas, was sie lächelt, was sie lacht. Dann verspricht sie irgendwas und dann passiert wieder nichts. Nein, das stimmt nicht ganz. Die Konzerthäuser, die eh schon subventioniert werden, die kriegen jetzt Unterstützung. Und die Arbeit mit der Lufthansa hat ja Monika Grütters nichts zu tun. Ja, aber das kann doch nicht sein. Die ist doch, für mich ist die doch zuständig und für dich und ich bin echt sauer. Und die ganze Wut bleibt immer an meinem Partner hängen und am Hund. Ich habe inzwischen einen Hund, ich lebe jetzt auf dem Dorf, ich habe einen Hund. Das ist total genial. Ich kann euch nur raten, wer in der Krise durchdreht, schafft euch einen kleinen Hund an. Unser Hund heißt Rumpel, er ist ein Labrador-Schäferhund-Mix und er ist total toll. Du stehst mit schlechter Laune, so steh ich auf und dann kommt der Hund und guckt mich an. Können wir irgendwas machen? Und dann hast du gleich wieder gute Laune. Ich übertreibe, wir haben wirklich einen Hund. Aber ich lebe auf dem Dorf seit einem Jahr und du wirst irre. Du siehst immer den gleichen Menschen. Und irgendwie ist es so, denn die Eltern meines Partners wohnen um die Ecke, meine Mutter wohnt um die Ecke, du kannst nur irre werden. Nein, es ist total schön. Ich würde durchdrehen ohne die. Ich habe Nähe, ich habe Menschen, die ich sehen darf, weil wir zwei Haushalte sind und so. Aber es ist so frustrierend, weil mir keiner zuhört, außer ihr und ihr wisst das schon. Und das Internet hört zu und es interessiert überhaupt keinen. Dann gucken zwei Leute sich das an und fünf spenden und dann kriegt man von diesem Niedersachsen dreht auf. Oh, wie großzügig, ein bisschen Gage. Ich kann davon nicht leben, verdammt nochmal. Und deswegen habe ich, Entschuldigung, es musste raus. Monika Grütters hat ein Lied geschrieben, schon im vergangenen Jahr, vor dem Sommer. Und dann passierte wieder nichts. Jetzt haben wir bald wieder April. Und nichts passiert. Und es geht mir auf den Keks. Hören Sie endlich zu, Frau Grütters. Und tun Sie endlich was, was auch hilft. Ich will spielen. Und wenn wir die Menschen in, weiß ich nicht, Ganzkörperkondome oder ich habe ja schon die Idee gehabt, ob man Menschen nicht so Aquarien aufsetzen kann, dann fiel mir ein, darunter können sie auch nicht atmen. Das ist nicht die Lösung. Aber wir müssen wieder spielen. Wir müssen die Bühnen wieder, die Häuser, die jetzt schließen, machen nicht mehr auf. Ist schon klar. Das heißt, Menschen, die Kultur genießen wollen, wollten, können es dann nicht mehr. Also denken Sie mal drüber nach. Und wenn das alles nicht reicht, was ich gerade rausgeplatzt habe, dann reicht vielleicht wenigstens dieses Lied. Ich hoffe es sehr. Jetzt hören Sie sich das endlich mal an. Ich schneide das am Ende raus und schicke das. Ich kriege einen Knall. Und wenn dann die komische Sekretärin, Frau, die ihr da die Sachen nicht weiterleitet, mir antwortet mit irgendeiner Standardmail, dann flippe ich aus und kampiere vor dem Bundestag, bis mir zugehört wird. Kommst du mit? Natürlich. So, ich glaube, du hast jetzt auch gar keine andere Wahl mehr. Vor dem Niedersächsischen Bundestag. Das wäre aber, nein, nicht vor dem Niedersächsischen, aber es wäre schon wieder lustig, gemeinsam nach Berlin zu fahren und so lange zu spielen in Dauerschleife, bis sie alle genervt sind. Ich glaube, da gehen wir kaputt dran. Da wahrscheinlich gehen wir kaputt dran. Aber ehrlich, das ist doch so, oder? Ehrlicherweise gehe ich lieber da kaputt dran, als an dem Knall, den ich gerade kriege, weil ich nicht arbeiten darf. Liebe Monika, ich suche schon seit Tagen nach Worten, dir zu sagen, was mich quält, um zu beschreiben, wie es ist ohne meine Arbeit, ohne die mir nicht bloß technisch etwas fehlt. Es fehlt seit vielen Monaten an jeden, bis hierher stets verdienten Scheinen Geld, wodurch den Lebensunterhalt so zu bestreiten unmöglich ist und nicht bloß nur schwer fällt. Denn was sie, Angela, Olaf und Peter zu Hilfe schickten, kam reell nicht an. Zum Amt zu gehen scheint mir keine Lösung, solange ich noch stehen und sprechen kann. Ich sorg mich jeden Tag um meine Zukunft und wein mich jeden Abend in den Schlaf und träum dann von den vielen Existenzen meiner Freunde, die es ebenso hart traf. Was wird aus all den liebgewonnenen Bühnen,
Veranstaltern und allen drumherum. Sie werden übermorgen nicht mehr da sein. Man lässt sie nicht nur sterben, nein, ihr bringt sie um. Ich setzte mich so gern mit euch zusammen. Nach einem grad nicht möglichen Konzert. Für unser Land und die vielen Menschen hinter der Bürokratie. Die ersten 5 der Biere gingen auf mich. Wer weiß, vielleicht verstünden dann auch sie. Den Enkeln, wenn sie fragen, aber Oma, ist nicht da draußen deinetwegen jetzt so still. Ich wär so gerne Sängerin geworden, doch Bühnen für Konzerte gibt's nicht mehr. Wie wollt ihr euren Liebsten das erklären? Nehmt ihr eure Empathie daher, wenn dann der letzte Mundschutz eines Tages wie für uns schon jetzt der letzte Vorhang fällt. Ihr beide, ach, das haben wir gut gemeistert, Gala, den Show-Act eurer Unterhaltung wählt. Voller Verwunderung erkennt, dass für euch zu spielen ist in der Szene längst tabu. Dann ist es zwar zu spät, noch was zu retten, doch wer weiß, Monika, vielleicht verstündest dann auch du. Jetzt geht's wieder. Ja, bist du dir sicher? Nein. Also ich, deinem Gesicht, wenn ich das mal so sagen darf, dein Gesicht gerade hat mir Angst gemacht. Das ist gut. Ja. Ihr hoffentlich auch.
Ich hoffe es. Ich hoffe, sie schaut es und ich hoffe, sie spürt es. Sie hätte es ja schon beim ersten Mal schauen können. Ja, zusammen mit Altmaier und Co. Ich stelle es mir witzig vor, mit Popcorn auf dem Sofa. Das wäre doch, eigentlich wäre das doch mal dran. Du hast es ja gerade schon gesagt und auch so ein bisschen angedeutet, aber wie ist das denn jetzt? Du hast dieses Lied schon vor Monaten gesungen, als wir alle noch dachten, okay, jetzt ist Lockdown, es ist alles schwierig, gut, uns wurden irgendwie Hilfen zugesprochen, jetzt kommen die nicht, aber irgendwann wird ja was kommen, beziehungsweise irgendwann geht es ja auch weiter. Wie fühlt sich das denn jetzt Monate später an, dieses Lied zu singen und festzustellen, nada? Ich komme mir insofern ein bisschen verschaukelt vor, als dass ich mitgehe mit allem, was notwendig ist, um Menschenleben zu retten, nur nicht verstehen kann, dass ja Veranstalter jeglicher Branchen und auch andere Menschen für ihre Häuser, für neue Lüftungsanlagen gesorgt haben, für ein Hygienekonzept, das, also besser kann man es gar nicht machen. Es wurde für alles gesorgt. Und ich habe auch einen Auftritt noch gespielt im Oktober, der unter diesen Maßnahmen stattgefunden hat, mit Hyperabständen. Es ist auch schwierig, so ein Publikum zu bespielen, aber es ist machbar. Und wir haben einen Luftaustausch, alle, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten. Da frage ich mich, warum dürfen Schulen geöffnet bleiben, wo wir ein bisschen Stoß lüften so, und die Kinder erfrieren, das noch dazu kommt. Aber wir müssen Konzerthäuser schließen, das verstehe ich nicht. Und da war ja auch die Nachverfolgung noch so gut. Also wenn dann was gewesen wäre, was übrigens nicht war seit Beginn der Pandemie, mir ist kein Fall bekannt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Warum machen wir das zu? Der Rest bleibt offen. Jetzt sehen wir, die Zahlen steigen weiter. Logisch, weil die Leute sich jetzt alle privat treffen. Ich möchte nicht in der Haut der Politiker stecken, das entscheiden zu müssen. Aber ich möchte auch nicht in meine Haut stecken, meine Existenz zu verlieren. Wir reden nicht mehr über, wir gucken mal, sondern verlieren. Und das ist die Krux, das Schöne und das Ätzende in dieser Situation zugleich. Wenn du Künstler bist, ist es nicht dein Job. Und dann machst du halt was anderes. Sondern es ist mein Herz und meine Seele. Und das wird mir gerade wie rausgerissen, drauf rumgetrampelt, drauf gespuckt, Tür zu. Und ich stehe da und denke, hä, wie soll ich denn jetzt weiterleben? Das funktioniert nicht. Luft anhalten geht nur eine Weile, irgendwann kippt man um und ist tot. Also. Absolut, absolut richtig. Es ist absurd und man macht sich tatsächlich so seine Gedanken. Und natürlich bleibt weiterhin von uns immer noch die Hoffnung, dass es weitergeht. Dass sowas wie zum Beispiel Niedersachsen dreht auf. Ich weiß, du sagst, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es ist eine Gage. Es sind ja Leute, die fördern, die sagen, wir wollen die Künstler wieder ranbringen. Wir sind super dankbar, dass es diese Förderung gibt und dass wir dadurch Künstler auch entlohnen können. Aber du sagst selber, mehr, es muss davon mehr geben, denn die Miete zahlt sich nicht von einem Auftritt. Das stimmt richtig schon. Aber ich möchte trotzdem jetzt auch noch mal über etwas Schönes sprechen. Thomas, schön, dass du da bist. Oha. Du hast ja noch gar nicht, du hast bis jetzt viel gepustet, aber noch nicht viel gesagt. Okay. Und ihr habt mir im Vorfeld versprochen, es gibt eine ganz tolle Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt. Ja. Die will ich ja, natürlich. Die dürft ihr uns jetzt bitte nicht vorenthalten. Die erzählt aber doch Lise viel charmanter, wie sie sowieso alles immer viel charmanter erzählt als ich. Die sitzt hier immer und spielt zwar mit, also spielt auch gern mit, aber ich gucke auch genauso gern ihr zu, wie sie diese Geschichten erzählt und vorträgt und falle jedes Mal eigentlich so innerlich um, mit was für einer Energie und mit was für einem Engagement das kommt und entdecke jedes Mal in jeder Geschichte, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gehört, immer was Neues und es wird überhaupt nie langweilig, weil Lise in dem Moment so unfassbar authentisch ist und das so wunderbar darstellt. Und deswegen, um zurückzukommen auf die Frage, war das auch gar keine Frage, dass als die Frage von Lise kam, hast du nicht Lust, weißt du nicht, jemand, der vielleicht noch mitmachen würde, weil es fehlen hier ja noch, sind ja noch 2 Podeste frei, die leider nicht da sind. Wir denken an die Kollegen. Ne? Und da war es tatsächlich keine Frage, dass wir das mal ausprobieren. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und haben an ihrem Programm quasi uns neu sortiert, dran lang. Jedes Mal das, neu. Das war für Lise nicht ganz einfach, weil sie das bisher ja immer nur alleine gemacht hat und auf niemanden Rücksicht nehmen musste. Und wenn das plötzlich mal 3 Strophen waren oder nur eine und da ein Takt fehlte oder so, war das für sie kein Problem. Aber wir Mitmusiker haben da schon unsere Erfahrungen machen dürfen. Das hast du schön, das ist diplomatisch sehr schön umschrieben. Ja, und wenn wir jetzt hier zu zweit sind, dann geht natürlich alles. Also da kann sie machen, was ich will und ich mach da mit. So, aber ich muss auch sagen, bisher war alles fehlerfrei. Also nicht, dass das irgendwie und in den falschen Hals kommt. Und selbst wenn, das merkt mehr doch keiner. Ne? Da ist mir also... Naja, Thomas merkt das. Ich merke das nie. Das ist immer so lächeln. Aber jetzt, Thomas, zu dir. Weil wir haben ja Lise auch schon hier mal gehabt und zu Gast und so weiter. Aber über dich wissen die Zuschauer ja fast noch gar nichts. Was ja sehr spannend ist, gerade für uns Hildesheimer. Du bist ja auch unter anderem hier als Gastmusiker im TFN ab und zu unterwegs gewesen. Aktuell natürlich nicht, ausgegeben genau. Anlass. Richtig? Ja.
Das finden wir toll. Na, wir wären jetzt fast wieder gewesen, noch fast. Im Januar, ja. War schon wieder geplant und natürlich jetzt aber aufgrund des verlängerten Lockdowns dann schon wieder nicht. Und dann kam ja auch noch diese Wasserschadengeschichte. Die armen Damen, das sind tatsächlich alles Damen, deswegen sagt man da nichts falsch, die das immer wieder organisieren und versuchen für den nächsten Lichtstreif am Horizont wieder irgendwas in die Puschen zu kriegen und ich weiß nicht, wie viele Menschen unter einen Hut beziehungsweise unter einen Termin dann zu kriegen und das planen und das wird dann wieder nichts und jetzt das zweite Mal schon wieder nicht. Das ist echt mal unter uns beschissen, ne, zu organisieren sowas. Ja. Ich glaube das. Aber umso schöner, dass ihr zwei euch jetzt gefunden habt und also auch wenn du sagst, ja, so künstlerische Freiheit und Improvisation und mal 3 Strophen, mal 4 Strophen, es klingt ganz, ganz wunderbar. Ich bin sehr begeistert von eurem Zusammenspiel. Ist auch ein und herrliches Musizieren, also ja, wirklich? Das merkt man aber auch. Ja. Das ist ganz wunderbar. Und deswegen hoffe ich, dass es von euch beiden oder auch noch mit mehreren Musikern auch in Zukunft weiterhin noch viel, viel zu hören gibt. Und das, was Lieselotte schon weiß, du aber noch nicht, jeder Künstler, der hier ist, ist immer wieder herzlich willkommen. Also jeder, der hierher kommt, kriegt als Gast, als Zuschauer irgendwann hoffentlich auch wieder natürlich. Und jeder kriegt dann eine Dauerkarte und darf immer wieder gerne kommen. Und was ich also sagen muss, ich freue mich über dieses Engagement hier heute und ich finde auch die Gage total super. Ich finde die Idee total gut. Niedersachsen dreht auf, finde ich super klasse. Ja. Und das ist auch viel, viel besser als irgendwelches geschenktes Geld, weil man jetzt nicht arbeiten kann, sondern es ist einfach grandios vor, selbst wenn es nur ein Internetpublikum ist, aber für euch hier zu spielen, das Ganze vorher Soundcheck aufbauen, klar, so wie wir es gewohnt waren über Jahre. Natürlich. Das ist, hat einfach was ganz anderes, als irgendwie einen Check zu kriegen. Ich glaube das. Ne? Das ist, also, ja. Das ist auch der Punkt, warum ich gern mit alten Männern zusammenarbeite, weil ich rotze das raus und ihr formuliert es dann nochmal schön um. Ja, gut. Ich finde, das war jetzt aber auch ein schönes Schlusswort. Ich möchte euch gerne wieder musizieren. Haben wir jetzt die Geschichte erzählt, wie wir uns kennengelernt haben? Eigentlich noch nicht so wirklich. Du hast gesagt, die Anfrage kam und dann dachte ich so, und ich denke mir dann ja immer so, naja, wenn Männer so an der Oberfläche kratzen, dann wollen die vielleicht die eigentliche Geschichte. Doch, aber... Na, nee, dann hau raus jetzt. Nee, Lise. Komm, Lise, hau raus. Sie erzählt das viel besser. Wie habt ihr euch kennengelernt? Kurz es war an einem späten Oktober. War einem späten Tag im Oktober. Ganz unromantisch eigentlich. Total also unromantisch. Ich habe dich gesehen bei Michael Krovas, der nämlich mit Band seinerseits, das war doch das Weihnachts-Jazz-Konzert, gell? In der Tanzschule von... Genau. Step by Step in Hannover. Genau. Und da habe ich ihn gesehen und ich wollte gar nicht hin. Ich war total genervt. Ich musste nur hin, weil vorher er bei mir war und über mich geschrieben hat und gesagt hat, du musst auch kommen. Und ich dachte, oh, jetzt kann ich nicht hingehen. Bin hingegangen mit einer Freundin und es war grandios. Und ich habe euch gehört und dachte, den will ich haben. Und dann habe ich Michael das ist doch einfach, mal ein Kompliment. Ja. Und habe ich Michael ganz frech gefragt, wer ist denn das? Was macht denn der? Und kann ich den auch mal? Und ja, dann, also buchen. Wurde mir die Nummer weitergeleitet und also ähnlich habe ich es auch geschrieben so, und dachte, ui, ob da überhaupt was drauf zurückkommt. Dann haben wir telefoniert und ich wusste nicht, ob du es gut findest oder nicht. Also du klangst eher so wie, was will sie von mir? So klinge ich ja immer am Telefon. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich dachte, okay, ja, nö, das wird nichts und dann wurde es was. Und dann kam eben dazu, ja, dass ich gesagt habe, bitte zusammen mit Michael Krovas und dir und Timo Warnecke an den Drums und jetzt sind wir Gitarre, Drums und Saxophon. Und meine Wenigkeit und spielen halt meine Lieder, aber eben begleitet, weil es viel schöner ist in meinen Ohren als nur ich allein hier Ding. Ja. Ich würde sagen, funktioniert beides? Ja, funktioniert ja ganz auch so. Ganz diplomatisch gesagt. Und mit den beiden und nur wir, also es funktioniert alles, aber alles. Also es ist einfach schöner auch gemeinsam. Ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich auch mal mit jemandem zusammen, mit dem man kommunizieren kann und so. Man sieht ja auch, wie schön ihr miteinander interagiert. Das ist ganz wunderbar. Ja. Und das war das Stichwort. Genau, nächstes Mal kommt ihr zu viert und beim übernächsten Mal zu 12. Da ist dann die Big Band dabei, okay? Das potenziert sich. Ja, Big Band, ich wünsche mir ja Trompeten. Kann so ein Monika Grütters Lied mit Trompeten im Hintergrund. Ich hab in meiner Band 2 Trompeten, 2 Saxophone noch, dann bauen wir ein bisschen auf. Kläre ich. Ich schreibe die Jungs gleich an. Gut. Aber jetzt würde ich sagen, ihr zwei, die ihr euch gefunden habt, wofür wir alle sehr dankbar sind, macht dann direkt noch mal ein bisschen weiter, ja? Ja, ich hau noch eins alleine raus. Ach so. Es ist so schön, mit dir zusammen zu musizieren. Normalerweise weiß ich immer nicht, wie es weitergeht. Heute war was wie. Ja. Nee. Aus meinem Programm steht jetzt? Unterm Teppich. Genau. Spielst du da mit? Nein. Kannst du spontan gerne machen? Nein. Ja, ich habe nämlich ganz nebenbei, vor der Pandemie übrigens schon, als hätte ich es geahnt, die Lösung all unserer Probleme gefunden. Wer noch nicht zugeschaut hat, wird jetzt, was? Du schnippst. Deine Mutter. Meine Mutter. Richtig? Ja. Die Lösung all unserer Probleme ist meine Mutter. Man mag es kaum glauben. Es ist so.
Habe ich rausgefunden, als das Finanzamt mir schrieb, wir kriegen Geld von dir. Und ich dachte, hä, wieso denn? Ich bin noch Kleinunternehmer. Und dann stellte sich raus, dass meine Steuerberaterin das schon 2 Jahre lang irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und dann ist es ganz, ganz unangenehm, wenn man 2 Jahre nachzahlen muss. Bin sehr verzweifelt, wollte eigentlich nur noch sterben und habe dann tatsächlich mit meiner Mutter, was man immer macht, ne? Man ist irgendwann ein paar 30 und ruft trotzdem in der Not immer noch seine Mutter an. Das habe ich gemacht. Ich gebe euch einen guten Rat. Wann immer es euch irgendwie schlecht geht, ruft nicht meine Mutter an. Es ist nicht so gut. Denn das hier ist dabei rausgekommen, eine wahre Geschichte. Und wie gesagt, ich habe so nebenbei ganz mal eben kurz die Lösung all unserer Probleme, eigentlich auch aktuell, gefunden. Das darf ich nicht zu laut sagen, stehen die alle morgen Schlange bei ihr. Dieses Gefühl, nein, ungewohnt ist es nicht. Das Leben zeigt energisch mit dem Finger auf dich. Dabei brüllt es laut vor Lachen und spuckt vor dir aus. Und die umstehende Menge spendet ihm dafür Applaus. So ist es immer dann, wenn's, anders als von dir gedacht, ganz offensichtlich Scherze nur auf deine Kosten macht. Was immer so auch schiefgehen kann, mittendrin bist du. Und schaust bei allem Schönen immer bloß von außen zu. Und wenn du doch mal denkst, eigentlich geht es mir doch gut, zauberst dir die nächste Krise spielend aus dem Hut. So als wollte es dir sagen, mit einem Grinsen im Gesicht, jupp, alle anderen kriegen alles Glück der Welt, aber du nicht. Ist's mal wieder so, rufe ich oft meine Mutter an, weil das in ganz seltenen Fällen hier und da noch was retten kann. Und wenn's nur guter Zuspruch ist, das hilft ja manchmal auch. Also mache ich auch in diesem Fall sofort davon Gebrauch. Und so sagt sie, liebe Liese, ich kann dich so gut verstehen. Du bist damit nicht alleine. Schau auch, ich habe ein Problem. Die mir gerade entglittene Schublade gewann leider an Fahrt. Und so habe ich nun ein nicht so schönes Loch am Laminat. Okay, das half jetzt nicht direkt und hat nicht wirklich viel gebracht. Doch immerhin haben wir beide daraufhin sehr laut gelacht und wenigstens für ihr Problem war mir die Lösung sofort klar. Verschieb den Teppich leicht nach links und zack, das Loch ist nicht mehr da. Die Lösung aller Sorgen und Probleme ist geschaffen. Wir machen's ab sofort, wie's alle Leute machen. Auf das passiert immer, wenn man zwischendurch an andere Dinge denkt. Ihr könntet spontan klatschen hier im Raum. Abholt werden Kummer, Ängste, Nöte, alles ohne Wert. Unter den Teppich meiner Mutter gekehrt. Es gab auch schon Beschwerden von Familie Hempel. Unter deren Sofa finden die jetzt kaum noch Krempel. Weil jeder, der sie kennt, wie ich denkt, wenn ich's auch verpatz. Scheißegal, unterm Teppich meiner Mutter ist noch Platz. Den meisten Menschen ging es durchaus jahrelang beschissen. Allerdings nicht mehr, seit sie von meiner Mutter wissen. Ihr Teppich hat sich in der kurzen Zeit so sehr bewährt, dass man sie und ihn schon jetzt in aller Welt verehrt. Inzwischen also liegt, neben dem Loch am Laminat, so wie es ihr gefällt, ganz ordentlich und akkurat, meine Steuer 2017, manch traurige Geschichte und auch die letzte voll verhauene Mathearbeit meiner Nichte. Die großen Grübeleien derer, die zu lange wach waren, daneben schwer zerstört auf Eis die Ehe eines Nachbarn, Unmengen an Lügen, ganz oben rechts versteckt die Würde manch Politikers, verstaubt und längst defekt. Und auch die Agentur für Arbeit und die größeren der Banken haben dem Teppich meiner Mutter eine Menge zu verdanken. Sehr viel Ärger konnten sie sich durch ihn schon ersparen. Denkt euch euren Teil zur großen Dankbarkeit der Bahn. Kürzlich fragt einer sie, darüber führt sie Protokoll, ob sie wohl auch Leichen nähme, denn sein Keller sei schon voll. Aber nein, da kennt sie nichts, das ist für sie ein rotes Tuch. Es gibt Grenzen, sie bekommt nun mal auch Privatbesuch. Doch die meisten aller Anfragen, die nimmt sie lächelnd an, was man bei der Größe ihres Teppichs ja durchaus verstehen kann. Und sie saugt ihn regelmäßig, um vom Inhalt abzulenken. Was sollen bitte andernfalls die Nachbarn von ihr denken? Die Lösung aller Sorgen und Probleme ist geschaffen. Wir machen's ab sofort, wie's alle Leute machen. Ab heute werden Kummer, Ängste, Nöte, alles ohne Wert. Unter den Teppich meiner Mutter gekehrt. Es gab auch schon Beschwerden von Familie Hempel. Unter deren Sofa finden die jetzt kaum noch Krempel, weil jeder,
jeder, der sie kennt, wie ich denk, wenn ich's auch verpatz, scheißegal. Unterm Teppich meiner Mutter ist noch Platz. Und meine Mutter ist nicht dumm, inzwischen hat sie es gecheckt und dank ihrer vieler Kunden eine Marktlücke entdeckt. Sie ist sehr gut im Geschäft, mittlerweile als Verkäufer und verschifft in viele Länder nun Flokatis und auch Läufer. Doch auch neben dem Export blieb ihr ein treuer Stamm an Kunden bis heute regelmäßig und persönlich tief verbunden. Denn geht irgendeine Welt trotz ihres Service weiter unter, legt sich manch Klient im schlimmsten Fall halt selber drunter. Die Lösung aller Sonnenprobleme ist geschaffen. Wir machen's ab sofort, wie's alle Leute machen. Ab heute werden Kummer, Ängste, Nöte alles ohne Wert unter den Teppich meiner Mutter gekehrt. Das kleine Unternehmen von den Hempels gibt's nicht mehr. Deren Wohnung steht seit Wochen bis auf Sofa leer. Falls also jemand von euch Kunde war, sucht jetzt dringend Ersatz. Kein Problem. Unterm Teppich meiner Mutter ist noch Platz. Dankeschön. Ja, seht ihr, diese Verspieler und Texthänger kommen immer dann zustande, wenn man sein Textbuch nicht mehr hat. Ich habe hier immer diese Bücher dabei, falls irgendwas passiert. Und das mit den relativ oder älteren Stücken habe ich verloren bei einem letzten Auftritt, ich glaube im Oktober. Und da muss ich nochmal anrufen. Da ist ja im Moment nicht so oft jemand. Es kriegt ja keiner mit, wenn da Sachen liegen. Ja, wir überspringen den Text, den ich für jetzt eigentlich geplant hatte, den machen wir nicht. Und machen direkt weiter mit einem auch älteren Lied. Das ist, oh Gott, wann habe ich das geschrieben? 2015 oder wann? War, glaube ich, Premiere mit dem Programm. Und das Lied heißt im Grunde wie das Programm Kopf in den Sand. Eine weitere Lösung, falls man aktuell nicht weiter weiß. Auch zu diesem Lied ist erstaunlich, dass es gerade eigentlich aktueller nicht sein könnte. Denken wir mal an alle unsere Politiker. Es lebte einmal ein kleiner Schwan draußen auf einer Straußenfarm. Sein Vater, komischer Vogel, lebte oben im Norden. Die Mutter, ein Huhn, war verrückt geworden. Seit jeher hatte man ihm beigebracht, weil das angeblich alles leichter macht, dass zu jeder Zeit, egal wann, egal wo, nur eine Lösung galt, und die ging so. Immer geschah, worum auch immer es ging, ob dein Leben gut läuft, ob's am seidenen Faden hing, weswegen dir auch Probleme drohen, gab's nur eine Lösung, ja. Ihr ahnt es schon. Kopf in den Sand, gibt's irgendein Problem? Einfach Kopf in den Sand, etwas unangenehm. Schau halt nicht hin, nein, halt ganz still, auf Regen warten und relaxen. Dann wird früher oder später Gras darüber wachsen. Das hatte zur Folge, dass irgendwann allen Straußen, die da draußen Tag für Tag in der prallen Wüstensonne hoch erhobenen Hintern standen, Stück für Stück ihre Bürzel verbrannten. Nur unser kleiner Schwan lachte sie schallend aus und rief: Ah, wenn ihr so Probleme löst, wandere ich aus. Das kann doch nicht gesund sein, und mal davon ganz zu schweigen, würde ich ja auch nicht jedem meinen Hintern zeigen. Und noch in derselben Nacht zog er auch schon los. Die Alten, die das bemerkten, guckten bloß einander an. Die Lösung war sofort klar, sie rannten wild durcheinander und ihr ahnt es ja. Kopf in den Sand, gibt's irgendein Problem? Einfach Kopf in den Sand, ist etwas unangenehm. Schaut nicht hin, nein, halt ganz still, auf Regen warten und relaxen. Dann wird früher oder später Gras darüber wachsen.
Und so verging die Zeit, der kleine Schwan wurde groß, dachte viel an zu Hause und was mach ich hier bloß? Zwar bin ich mit den Straußen nur entfernt verwandt, dass sie denken, Probleme, die verlaufen sich im Sand. Und dennoch, sie fehlen mir, ich glaub, ich gehe zurück. Und wer weiß das schon, vielleicht hab ich ja Glück. Und auch sie wissen jetzt, dass es auch anders geht. Denn wenn ich eins gelernt hab, dann für Veränderung ist es nie zu spät. Und so kam er zurück, sah sie in Reihe und Glied stehen, offenbar im Regen, das konnte man sehen, denn er musste über sich erkennen, er war nun erwachsen. Und über die anderen war Gras gewachsen. Kopf in den Sand, gibt's irgendein Problem? Einfach Kopf in den Sand, ist etwas unangenehm. Scheut nicht hin, ein Halt ganz still auf Regen warten und relaxen, ganz früher oder später. Kopf in den Sand, Kopf in den Sand, Kopf in den Sand, oh. Kopf in den Sand, gibt's irgendein Problem? Einfach Kopf in den Sand, ist etwas unangenehm. Scheut nicht hin, ein Halt ganz still auf Regen warten und relaxen. Wird früher oder später Gras darüber wachsen. Dankeschön. Ja, und jetzt? Kommen wir zur Zugabe, oder? Mhm. Wir kommen zur Zugabe. Ihr kommt zur Zugabe. Das musst du vorher noch was sagen? Ihr müsst jetzt sagen, ihr seid jetzt fertig. Wir sind jetzt fertig. Oh, Zugabe! Wir wollen eine Zugabe! Ja, aber wisst ihr, der Running Gag in meinem... Ihr wart zu lange nicht mehr auf einer Bühne. Nein, der Running Gag in meinem Programm ist, dass ich, seit ich überhaupt hier auf der Bühne stehe, immer sage, ich spiele die Zugabe, eh ob ihr wollt oder nicht. Ja, also, wir wollen ja. Gut. Deswegen, kommt's jetzt zur Zugabe. Ja, richtig. Auch das hat schon manche Künstler hier schon... Ja, man muss es vorher klären, sonst kommt man in den Schwitzen. Also nehm noch mal einen Schluck Wasser. Ich sage an der Stelle schon mal Tschüss an unsere Zuschauer, die mich im Moment nur hören können, aber gleich werden sie mich auch sehen, denn das war der Kulturstream. Hallöchen. Heute live mit Lieselotte Lübke und Thomas Zander. Schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank für diese unterhaltsame Show. Nächstes Mal zu viert, das steht fest, richtig? Sehr gerne. Wir freuen uns drauf. An alle da draußen einen schönen Abend. Bitte gesund bleiben und wir sehen uns am 16. Bis dann. Und jetzt gibt's die Zugabe, ob ihr wollt oder nicht. Ja, ein Stück, das auch während der Pandemie in besagtem Hochsitz entstanden ist und mir besonders am Herzen liegt. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Und dafür fehlen eigentlich tatsächlich die anderen zwei Jungs. Denn das Stück heißt, ich habe es vorhin schon angerissen, und die Kapelle spielt bis zum Schluss. Denn selbstredend tun wir das, bis es nicht mehr geht. So wie die Kapelle auf der Titanic. So, ne? Ja. Ich sitz hier, würd gern schreiben, doch ich weiß nicht so recht wie. Künstler sein ist nicht so geil während einer Pandemie. Zeit hab ich zwar sonst auch, da ändert sich grad nicht sehr viel, abgesehen davon, dass ich sonst Musik vor echten Menschen spiel. Denn all das, was ich so sehr liebe an der Arbeit, die ich mach, fällt aufgrund Berufsverbots seit vielen Wochen flach. Politische Versprechen waren weder Hilfe noch sofort, geschweige denn unbürokratisch, immerhin man hielt sein Wort. Und das Verrückte ist ja, auch die Oberdecks von einem Boot sinkt zunächst doch nur am Kiel, sind irgendwann von Not bedroht. Und wenn die Welt untergeht, spielt die Kapelle bis zum Schluss, weil sie's kann und weil sie sollte und ein kleines bisschen muss. Denn das wäre schon das Ende einer Welt voll Ironie, ohne Pauken und Trompeten und eine Titelmelodie. Mensch Joachim, wie schön, da schmeckt das Frühstück gleich so gut, wie viel sich künstlerisch an einem Sonntagmorgen tut. Die behalten gute Laune, komm, wir spenden gleich Applaus. Entsagt, damit kommen auch die Krankenschwestern aus. Reich mir bitte mal die Butter, ach, mein Kaffee ist schon kalt. Ach, wie herrlich schön es durch die Häuserschluchten hallt. Tja, solange es noch tönt von jedem Hinterhof-Balkon, merken die da oben halt nicht wirklich viel davon.
dass Vermieter, Krankenkassen und auch Supermarkt von Welt statt wie sonst mit Geld zu zahlen, nur von Klatschen nicht viel hilft. Und wenn die Welt untergeht, spielt die Kapelle bis zum Schluss, weil sie's kann und weil sie sollte und ein kleines bisschen muss. Denn was wäre schon das Ende einer Welt voll Ironie, ohne Pauken und Trompeten und eine Titelmelodie? Und gibt es keine Häuser mehr, in denen sie noch spielen kann, weil die längst alle insolvent sind? Na, dann nehmen wir doch an, dass sie, weil sie, wie sie sagt, ja, so sehr liebt, was sie da tut, weiter bereit zu Kompromissen auf der Straße spielt auf Hut. Also ihr lieben kleinen Künstler, komm, jetzt nehmt's doch nicht so schwer, bleibt doch bitte optimistisch, bleiben auch die Seele leer, denn wenn am Ende eines Tages euch auch keiner mehr was borgt, für musikalische Begleitung ist ja immerhin gesorgt. Meiner Grundlagen beraubt. Dieses kleine Stück Sarkasmus sei mir also doch erlaubt. Manchmal hilft es auszusprechen, was im Herzen viele spüren, um auch den letzten Zweiflern die Realität vors Hirn zu führen. Und wenn die Welt untergeht, spielt die Kapelle bis zum Schluss, weil sie's auch für ihre Mitmenschen ein kleines bisschen muss. Denn was wäre schon der Beginn von neuen Welten ohne sie, ohne Pauken und Trompeten und ne Titelmelodie. Vielen Dank. Dankeschön. Servus, moin und grüezi, welcome et bonsoir zum